Hallo und willkommen zurück in der Klemmbausteinwelt. Heute habe ich von euch etwas von Blue Bricks mitgebracht, und zwar aus dem Manhattan-Projekt oder aus den Modulen von Manhattan. Es soll da ja irgendwann mal 18 Stück geben. Heute fangen wir mit dem 7. an. Das ist das World Trade Center. Und wie das entstanden ist, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So hat mich das ganze Paket erreicht. Es war noch in einem Karton von Blue Bricks, ungefähr in der Größe. Ich habe den Karton wie gewohnt schon eliminiert und habe mir meine eigenen Kisten genommen. Wir machen die große Tüte mal auf. So kam es auch definitiv in der großen. Hier steht es auch nochmal drauf mit der Nummer, die 100-870. Und in unserer heutigen Zeit, wen wundert es, haben wir jede Menge Tüten in einer Tüte. Man kann da jetzt von Ressourcenverschwendung reden, aber das ist ja hier nun mal kein Politikkanal, sondern ein Kanal für Klemmbausteine. So. Es ist alles recht überschaubar, was hier drin ist. Ich würde sagen, ich verteile das Ganze jetzt mal auf meine Teller. Ich habe alles auf meine Teller verteilt. Mein PC ist eingeschaltet, weil wir kennen es ja von Blue Bricks. Ich habe den Feuerwehrwagen schon mal vorgestellt und bin auch darauf eingegangen, dass es bei Blue Bricks keinerlei Anleitung gibt. Für die Anleitung müssen wir bei Blue Bricks registriert sein, melden uns an. Man geht auf das Modell, was man gerade gekauft hat, beziehungsweise das, was man aufbauen möchte, und dann legt man los. Hier handelt es sich, das habe ich vorhin noch gar nicht erzählt, das machen wir jetzt mal ganz schnell, um einen insgesamt 17-teiligen Bausatz. Wenn das alles fertig ist, so sagt uns Blue Bricks, haben wir eine Modellgröße von 1,20 Meter. Das entspricht genau der Breite von meinem Tisch, mal 1,20 Meter. Da werde ich hier auf meinem Tisch dann Probleme bekommen, euch das irgendwann mal völlig aufgebaut zu zeigen. Ich weiß gar nicht, wie weit ihr jetzt hier die Messlatte sehen könnt. Die 1,20 sind hier und hier vorne, da wedelt die 0 rum, 40 cm über meine Tischkante. Da werden wir dann mal eine schöne Holzplatte organisieren, damit ich das dann irgendwann mal in Gänze präsentieren kann. Ich würde sagen, jetzt geht erstmal die Bauphase los. Ihr könnt euch das wie immer in der verkürzten Version angucken. Und dann gehen wir mal auf das Ganze drauf ein. Ich melde mich natürlich, wenn es wieder Besonderheiten gibt. Ich lasse mich da überraschen. Ich bin da ja jetzt durch Blue Bricks so ein bisschen gebrandmarkt, wenn es um das Feuerwehrfahrzeug geht, dass da doch sehr, sehr viele Überraschungen in der Bauanleitung auf mich gelauert haben. Mal sehen, wie das in diesem Falle wird. Leider muss ich mich in einer sehr, sehr frühen Zeit der Bauphase schon zu Wort melden, was ich bis hier mal eben schnell sagen kann. Das hier ist die Grundplatte, ist alles, ich hoffe, ich komme da, ja, so komme ich da ran, 3 Platten stark. Es wäre jetzt eine Überlegung wert zu sagen, das lege ich mir auf den Nachttisch, denn wenn da ein Einbrecher kommt, dem ziehe ich damit einen über den Schädel und dann ist Ruhe. Also das ist wirklich sehr, sehr stabil. Ich möchte bald behaupten, hier könnte man das Ganze in 1:1 aufbauen. Das würde halten. Was man aber jetzt hier schon sehen kann,
Und da bin ich so ein bisschen enttäuscht. Man weiß ja, dass Blue Brick sich die Steine zukauft, die Modelle zusammenpackt in Tüten, beziehungsweise die Steine zusammenpackt in Tüten, damit man dann das ganze Modell schließlich später nach Hause bekommt. Ob das hier jetzt sein darf, weiß ich nicht. Was soll ich jetzt sagen? Ja, das darf sein. Ja, das kann durchaus mal vorkommen. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich persönlich würde sagen, nein, das geht nicht. Ich habe mehrere Videos von Blue Bricks gesehen und ich bin mir eigentlich auch sehr, sehr sicher, dass dort gesagt wurde, dass mehrfach die Pakete zwar nicht auf Sicht, aber immerhin mit der Waage kontrolliert werden, ob alle Teile da sind. Ob jetzt alle Teile da sind, kann ich bis hierhin nicht sagen, aber man sieht ja wirklich, dieses Teil, das ist defekt. Das hat die Spritzgussmaschine schon mit Fehlern verlassen. Da kann man jetzt sagen, gut, dem Chinesen wird es egal sein. Der hat es geschafft, Blue Bricks dieses Teil unterzumogeln. Blue Bricks hat das Ganze gutgläubig in seine Tüten verpackt und hat mir das dann jetzt so nach Hause geschickt. Ich sitze jetzt hier, möchte das Ganze bauen und scheitere daran, dass ein so ein Teil kaputt ist. Natürlich werde ich den Kundendienst bemühen. Mal sehen, wie lange das dauert. Ich habe ja auch das Gleiche bei dem Feuerwehrfahrzeug. Ich möchte da aber nichts vorweggreifen. Das machen wir dann, wenn das nächste Fahrzeug kommt. Dann gehen wir darauf ein, wie das mit dem Kundendienst funktioniert hat. Ich persönlich stehe jetzt erstmal hier und muss gucken, kann ich das so einbauen? Kann ich das irgendwie verschwinden lassen? Da ich jetzt nicht der Weltraumbastler bin, also Star Wars und was es da alles gibt, so dass ich bei mir auch gar nicht erst nachgucken brauche, ob ich da so ein Teil finden kann. Das ist schade, weil es wird mit Sicherheit vielen so gehen. Die haben dann auf einmal so ein Teil in der Hand und stehen da, können sich selber nicht behelfen, weil sie sowas einfach nicht im Fundus haben. Schade, wirklich schade. Na, wir werden sehen. Ich versuche mit diesem kaputten Stein weiterzubauen. Vielleicht fällt es ja unterm Strich gar nicht auf. Ich wollte es euch nur zeigen, was ich jetzt mal schnell zeigen kann. Ich schwenke jetzt mal hoch. Ne, könnt ihr das sehen? Ich habe mir da oben an die Wand so ein schickes kleines Bild von Google Earth dran projiziert, um mich also mal so ein bisschen daran zu orientieren, wie gut funktioniert Modell mit Wirklichkeit. Aber das nur so als kleine nette Info am Rande. Hier komme ich jetzt mal wieder zu euch. Hier ist jetzt mittlerweile schon einiges passiert. Das kann man ganz gut erkennen. Es macht auch wirklich sehr viel Spaß bis hierhin, das Ganze zu bauen. Eine Auffälligkeit, die habe ich hier gehabt. Das ist in der Bauanleitung. Ich komme mit dem Finger mal hier hin. Soll das hier eine Linie werden? Lässt sich bei der Bautechnik aber nicht machen, obwohl es dann in der Anleitung schön und gerade aussieht. Deswegen bin ich aber nicht hier. Ich bin jetzt wieder hier, weil jetzt habe ich wieder dieses typische Computerbauanleitungssyndrom. Das nenne ich jetzt einfach mal so. Ich habe hier so einen kleinen Anfang gemacht und ich glaube, man kann das auch schon ganz gut erkennen, was jetzt hier passiert. Wenn ich mit meinem Finger hier dran komme, kippt das alles der Reihe nach um. Das ist also ein lustiges kleines Dominospiel. Verrückt wird es nur, wenn wir uns jetzt die Anleitung angucken. Jetzt nehme ich mir 72 von den Steinen und baue die alle übereinander auf. Ich habe hier keine Chance, im Verbund zu bauen, da ich ja die Fassade herstellen möchte. Das heißt, ich stelle hier jetzt einen gar nicht mal so kleinen Turm her, baue den auch noch aus und ich weiß jetzt schon, er wird mir regelmäßig in alle Einzelteile zusammenfallen. Das würde wirklich eine riesen Freude werden. Also da heißt es dann in der Anleitung ein wenig vorzuarbeiten, zu gucken, wo steht das Ganze, was ist das Unterteil und das dann direkt auf der Platte zu montieren, weil ansonsten ist hier dann doch sehr schnell Frust,
statt Lust aufgebaut. Das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Ansonsten bin ich, wie gesagt, bis hierhin sehr, sehr zufrieden. Man kann hier also den Ground Zero schon wahnsinnig gut erkennen. Jetzt werde ich das nächste Hochhaus, den nächsten Wolkenkratzer noch dabei stellen und dann müsste dieses Modul ja auch schon fast erledigt sein. Da ist es fertig. Das World Trade Center Modul aus dem Manhattan Projekt von Blue Bricks. Wie ich schon angekündigt hatte, ich mache mich mal ein bisschen schlau, was man hier alles so sehen kann. Also das wohl bekannteste dürften dann hier sein, das Museum des Ground Zeros, wo die ursprünglichen Twin Towers mal gestanden haben. Dann haben wir hier das neue World Trade Center 1. Hier haben wir ein Performing Arts Center. Hier ist, da muss ich mal mit dem Finger drauf zeigen, das World Trade Center Nummer 2, das World Trade Center Nummer 3 und das World Trade Center Nummer 4. Was hier so ein bisschen aussieht wie ein kleines Dinosaurier-Skelett oder ähnliches, das ist die U-Bahn-Station, mit der man zu diesem Platz kommen kann. Was gibt es zu sagen? Wir nehmen mal eben schnell, habe ich noch nie gemacht, fange ich jetzt einfach mal mit an. So eine Gesamthöhe hier bis zur Antennenspitze kann man es wunderbar erkennen von 27 cm. Das Ganze ist auf einer Größe von 15 auf 13 cm. Wie gesagt, es ist für mich das Entschuldigung, es ist für mich das erste der 17 bzw. der 18 Module, die aus der ganzen Serie kommen werden. Es soll dann später 1,20 m x 1,20 m ungefähr groß werden. Hier ist es jetzt das siebte Modell. Es gibt das erste noch nicht, deswegen bin ich mit der Nummer 7 angefangen. Also das kommt relativ willkürlich auf dem Markt. Es gibt mehrere, aber die Nummer 1 ist aktuell noch nicht erhältlich. Blue Bricks ist da leider Gottes ein wenig hinterher. Die ursprüngliche Idee, wir bringen jeden Monat ein Modul auf den Markt. Der Kunde kann sich's kaufen und hat nach 17 Monaten das Gesamtobjekt zusammen, hat leider nicht funktioniert. Ich selber bin gespannt, wann es da endlich weitergeht, weil ich doch darauf brenne, das Ganze weiterzubauen. Jetzt, wo ich das hier gerade so schön sehe, hier muss ich ganz klar sagen, hier wird der Kundendienst wieder gefragt sein. Hier fehlen mir 3 grüne Teile und der eingangs erwähnte defekte Stein, der ist hier drunter. Es ist also so, dass man es leider Gottes erkennt, dass er nicht in Ordnung ist. Man könnte jetzt sagen, okay, verbuchen wir es als Straßenschaden. Da bin ich dann aber doch so ehrlich und sage, Blue Bricks, ja, günstig sind sie in der Anschaffung, wenn man den Teilepreis berücksichtigt. Aber trotz alledem ist es dann auf die Gesamtmasse, die man dann irgendwann mal gekauft hat, leider Gottes doch so, dass man sagen muss, das geht nicht. Auch da werde ich natürlich den Kundendienst bemühen. So, was gibt es noch zu sagen? Ich denke mal, es ist alles gesagt, was es hierzu zu sagen gibt. Eine kleine überschaubare Menge an Teilen ist übrig geblieben. Diese werden dann in meinen Fundus einfließen. Ich bin, wie gesagt, gespannt auf die nächsten Module. Schön anzuschauen ist es. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern und zu bemängeln. Wie gesagt, ich freue mich auf
das nächste Modul und natürlich irgendwann mal auf das Gesamtobjekt. Ich weiß gar nicht, warum muss ich das zu euch stellen. Ich muss nochmal hochgucken, hier sieht man das so schön. Also wenn ich es jetzt so betrachte, so stelle ich euch das mal so vor. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Modell oder dieses, naja, Modell, Kunstwerk, Modell ein wenig näher bringen, euch eventuell eine Kaufentscheidung damit abnehmen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.